tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Schlapohr vor. Schlapohr ist die Weiterentwicklung von Haspiro und hat wie dieses einen Mononormaltyp. Seit Omega Rubin und Alpha Saphir kann es eine Mega-Entwicklung vollziehen und enthält in dieser zusätzlich einen Kampftyp. Damit hat es eine Schwäche gegen Kampf, Flug, Psycho und Fee, eine Resistenz gegen Käfer und Unlicht sowie eine Immunität gegen Geistattacken. Schlapohrs Basiswerte sind in seiner normalen Form nicht sonderlich stark, weswegen man es eigentlich nur als Mega gespielt sieht. Im Mega hat es einen enormen Angriffs- und Initiativewert sowie die Fähigkeit Rauflust, die es ihm erlaubt, Geist-Pokémon mit normalen Kampfattacken zu treffen. Die EV verteilt man komplett in Angriff und Initiative mit einem frohen Wesen, um die Init zu maximieren. Da Normal- und Kampfattacken sich dank der Rauflust komplett selbstständig gegen alle Pokémon mindestens neutral covern, hat Schlapohr den Luxus, auf Coverage-Attacken verzichten zu können, da die meisten Coverage-Attacken, die es lernen könnte, ohnehin nicht genug Schaden machen, um die meisten Mainstep-Attacken zu übertrumpfen. Turmkick und Rückkehr sind Schlapohrs Hauptangriffe. Beide sind enorm stark und erhalten Step. Muggelhieb ist eine extrem nützliche Attacke, um sicher megern zu können. Als letzte Attacke hat man prinzipiell vier sinnvolle Optionen. Eishieb, um Pokémon wie Knarkrak oder Dragoran extrem hart treffen zu können. Feuerschlag, um Sherox einen Deckzettel zu verpassen. Ruckzuckhieb, um neben Muggelhieb noch eine weitere Prio zu haben. Und Steigerungshieb, um den eigenen Angriffswert zu steigern. Der Steigerungshieb sollte allerdings nur in wenigen Situationen genutzt werden. Zum einen, wenn man einen gegnerischen Switch predicted und zum anderen, wenn man einen Gegner mit wenig KP vor sich hat. In diesem Fall kann man ihn mit einem Steigerungshieb umhauen und dabei noch einen kleinen Boost kassieren. Wenn ihr beim Predicten noch nicht ganz so sicher seid, dann nehmt lieber eine der anderen drei Attacken. Schlapohrs Spielweise gestaltet sich auch eher unkompliziert. Man wirft es in den Kampf, megert sich, während man Muggelhieb benutzt, damit der Gegner sich dabei nicht wehren kann, und bringt anschließend mit Rückkehr oder Turmkick Tod und Verderben über das gegnerische Team. Sollte euer Gegner euch etwas vor die Nase setzen, was ihr definitiv nicht one-hitten könnt, dann wechselt Schlapohr einfach aus, da ihr nicht unbedingt wollt, dass ihr Hits kassiert. Es hält nämlich nicht sonderlich viel aus, auch wenn es ordentliche Verteidigungswerte hat, aber gerade der niedrige KP-Wert spielt hier übel mit. Es wird zwar mit Sicherheit einen neutralen Treffer überleben, aber auch nur einen. Passt ansonsten vor Gegnern auf, welche Prio-Attacken beherrschen, da diese euch nach und nach auseinandernehmen können. Außerhalb von Prios gibt es noch genau folgende Pokémon, die sich überholen können bzw. einen Speed-Tie erzielen. Mega Voltenso, Elektroball, Deoxys in Normalangriff und Initiativeform, Ninjask, Mega Aerodactyl, Mega Gewaldro, Mega Simsala und Mega Mewtwo Y. Aber sofern ihr auf diese paar Kleinigkeiten aufpasst, solltet ihr mit Schlapohr kein Problem haben. Sorgt auf jeden Fall dafür, ein bis zwei defensive Pokémon zum Auswechseln parat zu haben, wenn ihr mit Schlapohr spielt. Ansonsten war es das allerdings schon wieder von meinem Schlapohr. Und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.